Willkommen zurück zu Alan Wake. Oh meine Güte, ey. Leute, Leute, Leute. Wenn ich die Tankstelle erreicht habe, werde ich aber erstmal die Aufnahme pausieren. Um, ja, auch mal ein bisschen zu schlafen. Es ist nämlich jetzt schon fast 2 Uhr nachts. Und schon schlimm genug, dass ich an meinem Geburtstag aufnehme. Nachts natürlich, also noch nicht lange, aber okay. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Nein, dieser Part wird nicht am selben Tag hochgeladen, wie ihr ihn seht. Was haben wir denn hier? Ich hatte irgendwas mit öffnen. Oh, Batterien. Und Revolvermunition. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ah, okay. Musste nur noch mal kurz nach der Steuerung schauen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt lang muss. Das Haus kam eben so plötzlich, ey. Kann ich hier nicht irgendwie... Nee. Im Zweifelsfall ja immer den Pfeilen folgen, aber... Ich sehe hier gerade keine. Da war so ein Bagger. Oh, was haben wir denn? Oh! 3 Stück. Wow, geh weg. Verpiss dich. Ich habe keine Leuchtpistole mehr. Oh, fuck. Oh, fuck, fuck, fuck. Waffe nachladen, alles klar. Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. So, E einschalten. Ah, fuck. Fuck. Okay. Alles klar. Dann werden wir jetzt erstmal hier ins Licht gehen. Und uns heilen. Und dann gucken wir mal, was wir hier drin noch alles finden. Manuskripte nehmen. Haben wir hier noch was? Schrotflinte. Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend, aber ich würde gern weiterhin den Revolver nutzen. Habe ich auch noch Schrotflintenmunition? Das wäre jetzt natürlich episch, wenn wir hier noch Schrotflintenmunition hätten. Allerdings werde ich jetzt erstmal ganz kurz noch hier im Licht verharren. Und, tja. Hier rüber zum anderen Licht gehen. Was haben wir denn hier? Nichts, alles klar. Was haben wir denn hier Schönes? So, benutzen. Holzhebemaschine bewegen. Aha. Es sieht so aus. Als müssten wir die hier absetzen. E verlassen. Okay, wo ist denn diese Holzhebemaschine? Da. Ah, jetzt können wir hier über diese Holzscheite drüber. Wenn ich da irgendwie hochkomme. Hier noch was? Nein. Ah, da ist eine Leiter. E klettern. Alles klar. Klettern wir mal hier hoch. Und da ist noch eine zweite Holzhebemaschine. So. Autschen. Ich hätte vielleicht nochmal springen sollen. Das wäre eventuell eine gute Idee gewesen, hier zu springen. Ich meine, umsonst können wir ja nicht springen. So. Autschen.
über diesen Stock wären wir fast drüber gefallen. So, da haben wir doch noch was. Ah, das ist einfach nur... So, wir haben den nächsten Kontrollpunkt erreicht. In das Holz will ich, in das Haus will ich ungern rein. Allerdings gucke ich mal, ob es hier vielleicht noch einen Generator gibt. Ich kann mich hier mal in das Licht stellen. Ich kann mir hier die Schrotflintenmunition mitnehmen. Ah doch, da drin ist ein Generator. Ne, das ist ein Radio. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich. Ja. Hier haben wir... Ah, hier haben wir noch eine Leuchtpistole. Sehr schön. Die werden wir uns wieder aufheben. Für alle Fälle. Und wo geht's denn jetzt weiter? Ich würde... Oh, der Nebel wird dichter, habe ich das Gefühl. Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ein Stück. Ja. Es wird ein Hund gesucht. Alles klar. Können wir hier unbeschadet runter? Ja, aber wenn wir hier runter gehen, kommen wir nicht mehr hoch. Okay. Das war Fail und zwar der klassischen Sorte. Das war ein Fail der klassischen Sorte. So, wie gesagt, ich will eigentlich nur noch diese doofe Tankstelle erreichen. Und dann war es das erstmal für diese Aufnahmesession. Dann habe ich ja noch ein paar Nächte vor mir, wo ich aufnehmen kann. Und ich kann leider momentan nur nachts aufnehmen. Und vielleicht in der nächsten Aufnahmesession da drüben ist eine Thermoskanne. Ehrlich gesagt will ich die haben. So, gib mir die mal. Dankeschön. So. Alles klar, dann nochmal da hoch. Nö. Ich muss hier mal... So, also hier ist F, da ist R, da ist Q. Alles klar. Also mit F können wir ja nachladen. Mit E können wir ja so ziemlich alles machen. E ist sozusagen Chuck Norris unter den Knöpfen bei uns. Und mit Q laden wir natürlich die Taschenlampe schneller auf. So. Hier läuft jetzt gute Musik. Und da vorne liegt noch eine Seite des Manuskripts. Die will ich natürlich haben. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich so eine Manuskriptseite aufnehme, erscheinen die bösen Typis. Da vorne ist noch eine Thermoskanne. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Der Monster da kommt gleich danach. Der Stardog ist der drittbeste. Wir werden immer noch verfolgt. Oh mein Gott. Wow. Hätte ich gar nicht gesehen. Ach du Schande. Alter, geh weg. Schnell die Batterie einsetzen. So, Waffe nachladen. Hier, ne? R war Waffe nachladen. Wow. Wow. Alter. Schnell. Oh, fuck. Ich werde sterben. Ja, ich werde sterben.
Okay. Boah, Alter, es hat echt jetzt. Das war a shocking moment for life. So, ich werde jetzt die Schrotflinte benutzen. Aber sowas von. Ich hoffe, die ganzen Thermoskannen sind jetzt noch eingesammelt. Wenn nicht, wäre das echt ein shocking moment. Allerdings denke ich mal schon, dass wir diese Thermoskanne eingesammelt haben, weil wir den Kontrollpunkt erreicht haben. So. Jetzt kommt gleich nochmal die Tankstelle nicht da. Sie sind schon einladend, na? Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. So. Ja. Alles klar. Wir haben es kapiert, dass Paul die besten Hotdogs im Start macht. So. Gleich erscheinen sie wieder. Ich glaube, die sind schon hinter mir her. Da sind sie. Oh, fuck. Komm her, du. Ja. Ich muss die Leuchtpistole... Nein! Ich werde es nicht schaffen. Mal wieder. Oh, verdammte Kacke. So, okay. Ich werde jetzt erst nochmal die Leuchtpistole holen. So. Die war... hier hinten. War hier hinten irgendwo. Da. Da war sie, da war sie, da war sie. Okay. Nehmen wir die Leuchtpistole. Und ich möchte allerdings jetzt doch nochmal kurz zurück, weil ich das Gefühl habe, dass wir diese Thermosflasche noch nicht eingesammelt haben. Nee, da steht sie nämlich noch. Autschen. So, und ich würde es echt feiern, wenn wir jetzt echt nochmal in diesen Kontrollpunkt reinlaufen könnten. Es wäre echt von Vorteil. Weil dann muss ich diese Thermosflasche nicht die ganze Zeit wiederholen. Weil ich will die ja haben. Solange ich noch nicht weiß, was die mir bringt, will ich die haben. So, erstmal auf den Revolver zurückswitchen. Hier rüber springen, vorsichtig natürlich. Vorsichtig. Alles cool, Foxy, alles cool. Es ist nur ein Spiel. Oh, fast wäre ich runtergefallen. So. Gehen wir erst nochmal ins Licht. So. Haben wir hier noch was? Zufälligerweise? Nein. Okay. Dann werden wir jetzt diesen Weg nochmal gehen. Und falls sich jemand fragt, warum stellst du dich nur so doof an? Kann ich euch ganz einfach sagen, es ist halt blind, ne? Es ist nur nicht, ich hab's auch nicht auf leicht eingestellt. Ich hab's echt auf normal eingestellt, also. Ja, Paul macht die besten Hotdogs der Stadt. Ne, im Start. So. Oh, meine Güte. Gleich müssten sie kommen. Und zwar da. Diesmal war ich vorbereitet. Okay, Leuchtpistole. So. Oh fuck. Batterie nachladen, schnell. Schnell, ah fuck. Na, komm. Du bist noch nicht tot. Batterien einsetzen. Und nachladen. Komm. Wir werden doch wohl jetzt gleich den nächsten Kontrollpunkt erreichen. Hoffe ich doch mal zumindest. Oh mein Gott. Dass die auch immer zu zweit auf einen losgehen müssen, ne?
So. Du bist der Nächste. So. Dann laden wir mal schnell nach. Die nächste Manuskriptseite und das nächste Licht da oben. Da muss ich hin. Da muss ich hin. So. Wir haben die nächste Manuskriptseite. Und die werden wir uns natürlich auch noch angucken. Eigentlich müsste ich den Part jetzt beenden. Ich glaube, das werde ich auch jetzt machen. So, nachdem ich hier... Wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Sehr schön. Dann nehmen wir mal die Revolvermunition mit und die Batterien. Ganz wichtig. So, und hier werde ich den Part wieder beenden und wir sehen uns dann im nächsten Part von Alan Wake. Ich würde gerne Alan Wake auch mal von vorne sehen jetzt. Allerdings wird das gerade nichts. Alles klar. Bis dann und ciao.